Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio C-Blocks hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder, wir sind immer noch alleine und ja, es gab, oder ich habe gerade eben noch einen Kommentar gelesen, der sich gerade genau damit beschäftigt hat, hier, was ich denn in der letzten Folge gemacht habe. Die Vereinfachung der Bauangelegenheit, dass das hier ein bisschen, sagen wir mal, weniger Crusher braucht, um hier die ganzen Steine zu verarbeiten, aber da war sicherlich, sagen wir mal, mehr oder weniger der Gedanke auch, dass ich hier natürlich dann jetzt sagen wir mal, stärker auf Förderbänder setze und ich das hier mit Förderbändern quasi in Reihe bringe und das sind hier schon rausprobiert. Die sind mir momentan noch ein bisschen zu teuer, also da will ich noch nicht ganz so dran an die Förderbänder. Zumal sie echt extrem langsam sind. Die sind extrem lahmarschig hier unterwegs. Und jetzt hat hier der Kohlehersteller selber keine Kohle mehr. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das müssen wir natürlich beenden, den Zustand. Ach ja, das steht im Schatten davon. Deswegen sieht das so komisch aus. So, hier haben wir noch ein paar Forschungsmaschinen wieder gekriegt. Die können wir auf jeden Fall in die Forschung geben. Und dann haben wir auf jeden Fall auch Sulfur Processing. Was mich dann dazu bringt, dass ich dann hier irgendwie doch eine lange Leitung brauche, um da hinzukommen, wo ich hinkommen möchte. Wir haben hier unten noch die Angelegenheit schon halb aufgebaut. Da brauche ich aber einen... Ah ja, da brauche ich ja wieder den Liquifier noch. Gut, dann muss ich jetzt doch mal langsam aber sicher hier... Naja, wir haben ja ein bisschen was wir hier durchrütteln können. So, dann müssen wir ein bisschen was durchrütteln und schütteln. Ich habe übrigens das Audio ein bisschen leiser gemacht. Ich denke mal, das fällt jetzt schon auf. Was kann ich? Ich hatte das, ich glaube beim Standard hatte ich das, deswegen habe ich das lauter gemacht, weil es beim Standard so leise war. Gut. Also es ist jetzt wirklich besser, muss ich ehrlich sagen. Hab ihn da auch gerade mal selber reingehört, beziehungsweise hab mir den Pegel angeschaut und sehe, jetzt müsste meine Stimme wieder lauter sein als das Spiel und nicht umgekehrt. Was natürlich immer so eine Sache ist, ob man jetzt unbedingt das hören will, was ich die ganze Zeit hier verzapfe oder ob man sich dann lieber sagt, so, nö, ich möchte das Spiel hören. Also ich persönlich muss ja sagen, ich bevorzuge es, wenn ich bei jemandem, wo ich zugucke, wenn ich da den Spielsound auch nicht unbedingt hundertprozentig dominant habe, aber durchaus dominant habe, dass ich da durchaus mehr das Spiel höre als den Spieler. Auch, ich kann mich ja doch ein bisschen drauf konzentrieren, was ja der Vogel denn da sagt. Wenn es ein Vogel ist, wie in meinem Fall. Aber wie gesagt, das ist natürlich jedem seine eigene Vorliebe, klar, logisch. Und manche, ich kann zum Beispiel, ich sehe das so oft, ich sehe Streamer und du hörst den Spielsound nicht. Da denke ich immer so, Leute, ihr streamt da was, quatscht dazu und man hört den Spielsound gar nicht. Also so gar nicht. FIFA. Bekanntes Beispiel, weiß ich nicht, ob ihr sie kennt, Access. Die spielt FIFA und du hörst im Hintergrund irgendeine Musik dudeln da von ihr, die sie toll findet anscheinend. Mein Geschmack ist das auch nicht, aber gut, das ist was anderes. Muss ja nicht, aber im Groben und Ganzen läuft da die ganze... Du hörst den Spielsound nicht, aber ich will doch FIFA, damit ich dann eventuell mal den Torjubel höre, wenn dann da irgendwo ein Tor fällt, dass ich darauf reagieren kann oder dass mir das gefällt oder... Also das ist ja wirklich grauenhaft. Also, jetzt mal so... Einfach so dahin gesagt, ne? Also, wie gesagt, hat jeder seine anderen Vorlieben. Aber das fand ich schon sehr, 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 sehr strange. In dem Maße, dass man da wirklich... Also gar nicht zum Spiel gehört hat. Das geht nicht. Wenn es zu laut ist, klar, geht's auch nicht. Da habt ihr recht, ne? Das ist natürlich auch komplett dann daneben und sollte behoben werden. Deswegen immer, also solche Sachen auch immer anmerken. Wenn ihr sagt, so Mensch, als Kind, ey, hört man gar nicht, versteht man gar nicht. Oder der erzählt wieder irgendwelchen Blödsinn und ich möchte gerne wissen, was für Blödsinn erzählt, aber ich kann es nicht verstehen, weil das Spiel zu laut ist. Immer Bescheid geben, denn darauf kann ich dann reagieren. Ne? Also wenn dann irgendwie was gesagt wird, dann kann ich ja was machen. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch vor kurzem wieder irgendein Dislike dran gegeben und nicht gesagt, warum. Und es ist dann immer so ein bisschen, ja okay, dir gefällt es nicht, aber sag mir doch warum nicht, damit ich dann eventuell vielleicht... es abstellen kann, damit es dir auch gefällt. Oder damit es mehreren denn gefällt. Kann ja sein, dass jetzt mehrere sagen, okay, deswegen gefällt es mir nicht. Der eine gibt aber bloß ein Dislike, sagt es aber nicht. Ne? Gibt ja wieder andere, die geben dann kein Dislike, sagen aber, Mensch, das macht das mal anständig da. Das ist natürlich auch okay. Wie gesagt, also das kann man ja halten. Wie in einem Dachdecker, hätte ich was gesagt. Nur nicht so. Haha. So. Entschuldigung, dass der mal wieder rauskam. Aber so ist es manchmal. Manchmal, da rutscht mir da raus. Da. Ja.
komme ich selbst nicht drauf, warum ich sowas sage. Na egal. So, gut. So, wir wollen hier so die Steine, das ist, also das wollen wir hier eigentlich so relativ dauerhaft am Laufen halten, aber das kriegen wir einfach nicht hin hier, weil wir hier noch zu wenig Crashed Sand haben oder Crashed Stone. Oder Crushed, nicht Crashed, der ist ja nirgendwo gegengefahren. Der ist ja nur zusammengedingenskirchts hier. So, okay, jetzt können wir mal gucken, kann ich so Linke Feier machen? Quatsch, würde ich eigentlich mal den Linke Feier machen. So. Mit dem Chemical Plant. Das will ich erstmal noch gar nicht. So, jetzt will ich erstmal Liquefire haben. Den will ich nämlich da hinten anschließen an den Dampf. Und dann will ich dem da ein bisschen hier von dieser Kohle da reingeben. Und dann soll er mir mal ein bisschen Carbon machen. So. Heißt, wir haben jetzt hier irgendwo ein Liquefire. Haben wir Liquefire? Okay, so. Den kann ich hier hinstellen. Jo. Das passt schon mal. Dann kann ich hier nochmal ein Röhrchen dran machen. So, du kriegst jetzt eine Kohle. Machst noch ein bisschen Dampf. Du machst das hier. Hast schon mal Dampf? Jetzt brauchst du noch Strom, ne? Jetzt geht's los. Jetzt wollte ich mich Strommasten. Moment bitte. Ich muss hier mal. Kann ich hier mopsen? Nee, kann ich nicht mopsen. Doch, ich kann hier, aber das kann ich mopsen hier. So, dann gibt man das da her. Jetzt aber auch gut, die Produktion ist echt zusammengebrochen. Das liegt aber daran, dass wir echt zu wenig Strom haben, ne? So, kann ich mir jetzt hier so einen Holzklotz machen schon? Muss ich auch mit dieser Holzklotzgeschichte da. Eine kann ich mir machen. Hoppala, jetzt ist mir mein Audio ausgegangen hier. Headset hat sich mal wieder nicht vorzeitig beschwert. Moment. So, müssen wir das Headset anstecken, damit ich den Ton habe. So. Gut, dann muss ich die dann erstmal machen, jetzt hier die Teile dort. Damit ich hier noch an mehr Strom komme und dann können wir da mal andere Kohle machen. Und dann muss ich dann mal ganz kurz hier oben die Kohle sogar rausnehmen, damit ich da ein bisschen bessere Kohle machen kann. Und wir können mal in der Forschung gucken, was können wir denn als nächstes machen. Wir hätten hier natürlich auch die Sortiererei mit diesem Ferrous Ore und keine Ahnung, also das Advanced Mechanical Raffinieren, Refinering, so. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da kriegst du zwei Eisenerz, zwei Manganeseohr. Okay, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Zwei Kupfer und zwei Tin. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Das ist, glaube ich, für die frühe Phase gar nicht so schlecht. Ich muss da, ich weiß aber nicht, was muss ich denn da reingeben? Da muss ich Crushed. Ah, da muss ich verschiedene Sachen schon. Bobmonium und sowas muss ich da alles machen. Und die muss ich die anderen drei Sachen machen. Da weiß ich noch nicht, ob das Sinn ist. Oder ob wir nicht doch erst mit Advanced Iron Smelting gehen. Advanced Blei und Tin und dann weitermachen. Hm. Was ist das hier? Das ist Hydrogen. Achso, das brauchen wir dann demnächst auch, ne? Trees. Warte mal, wir gucken mal. Wir wollen ja in Richtung grüner Fläschchen. Warte, da wollen wir mal hin. So, was brauche ich denn da auf dem Weg noch? Ich brauche auf jeden Fall noch diese Stahlverarbeitung. Ich brauche die Logistik. Ich brauche hier das Slag Processing. Dann nehmen wir das Slag Processing jetzt als nächstes. Ins Visier, da haben wir dann nämlich einige Sachen, die wir da vielleicht eventuell schon mal ein bisschen besser machen können. Oder effektiver machen können. Dann brauchen wir dann aber auch schon wieder andere Gerätschaften und mehr Strom, Strom, Strom. Das wird jetzt sozusagen der Kern des der Casus Knacktus hier. So, habe ich denn jetzt schon meine Strommasten gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Wo sind sie? Da sind sie. Ein Strommast, zwei Strommast, drei Strommast, vier Strommast. So, da habe ich jetzt 8 Stück davon. Ich hoffe, dass jetzt hier einer hier rüberstellen ausreicht. So, das geht schon mal. Okay. So, du hast jetzt Strom. Du brauchst jetzt hier von dem Zeug ein bisschen was. Und stellst mir dann Carbon her. Oh, das geht doch schon mal ganz gut aus. So, Carbon hat dann einen Brennwert von 3 Megajoule. Ich verbrauche 2 Charcoal. Ein Charcoal hat 4 Megajoule, sind 8 Megajoule. Und der Stelle 3 hab dann 9 Megajoule. Hab zwischendurch halt hier... Aber was verbrannt. Na gut, da muss man mal gucken, ob sich das überhaupt rechnet. Also ich habe jetzt eine Kohle habe ich verbrannt. Okay, eine Kohle habe ich selber verbrannt. Das heißt, ich habe 4 Megajoule nochmal verbrannt. Ja. Einer hat 4 Megajoule. Das heißt, ich habe 4 plus 3... Nee, eine verbrannt plus 3, die umgewandelt wurden. Ne? Nee, 4 sind umgewandelt worden. Warte, wie viele sind umgewandelt worden? Hier kommen... 2 Charcoal brauche ich, um 3 herzustellen. 12 habe ich 4 Produktionszyklen gehabt. Habe ich also 8 Charcoal verbraucht. 8, also insgesamt habe ich 9 Charcoal verbraucht. 9 mal 4 sind 54. Nee, 36. 9 mal 5 sind 36. 12 mal 3 sind 36. Also das
Und dazu brauchen wir noch Strom. Das ist eine Milchmädchenrechnung, ne? Also da haben wir nicht viel mehr Energie raus. Ja. Das ist natürlich jetzt schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man da ein bisschen mehr Energie dadurch raus hat, aber das hat man nicht. Na gut, man braucht das natürlich für andere Sachen dann wieder, aber Energiegewinnung macht man dadurch nicht. Also ein bisschen mehr Energie gewinnt man, weil man hier noch 13 Dampf drin hat, ne? Also wenn ich jetzt wieder eine Charcoal da hinten rein tue und gebe mir mal eine Charcoal her hier, so nochmal 190. So. Und ich die da reinlege, dann macht er mir hier wieder wahrscheinlich 12 von den Dingern. Und beim nächsten macht er dann wahrscheinlich ein Zyklus mehr durch. Ja, so, zack. Jetzt sind wir 26 über. Wir haben wieder 12. So. War jetzt mal nächsten. Dann sind da ein bisschen mehr über. Und irgendwann braucht er ja 30 über. Das, also beim nächsten, bei jetzt, bei dem Zyklus, da wird er ein Zyklus mehr machen. Der würde jetzt einmal mehr verbrennen. Und macht mir dann demzufolge 15. Also geringfügig ist es eine Verbesserung, aber das ist, glaube ich, das, was wir als Strom sowieso aufbrauchen. Na gut, haben wir ein bisschen Carbon. Hält nicht mal länger in einem Dings. Ich hätte gedacht, dass es mehr Energie bringt, aber ja, nicht wirklich. So, machen wir da mal Strom draus. Und das Ding heizt sich sogar schneller weg. Also das ist jetzt, ja, schön, dass wir es wissen, dass es geht, aber im Grunde ist es Blödsinn, das zu machen. So, legen wir hier nochmal eine rein und dann lassen wir das dann nochmal durchbrennen hier. Müsste jetzt eigentlich hier denn alles einmal durchgebrannt sein, so. Fertig, wunderbar, so. Und dann behalten wir den Rest und dann reißen wir das hier wieder ab. Das ist dann, das war ein schönes Experiment, aber das brauchen wir wirklich erst, wenn wir diese Kohle auch wirklich brauchen. So, hier müssen wir mal ganz kurz reingucken. Dann können wir nämlich hier wahrscheinlich schon wieder ein bisschen Modder reinschmeißen, damit hier noch ein bisschen mehr geht. So, wunderbar. Hier ein bisschen Sand rein. So, fertig aus. Die Rohre können wir auch wieder abbauen. Also da können wir die Rohstoffe sinnvoller verwenden. Also den Liquefier oder auch den Strommast hier und alles. Den können wir sinnvoller verwenden. Für das Slag-Processing nachher und ähnlich. Also dann lieber hier so die Kohle wieder herstellen, weil wie gesagt, das, ja, wenn wir Carbon mal irgendwo brauchen bei irgendeiner Produktion, damit wir das extra dazuführen müssen und sonst irgendwas, dann können wir jetzt, haben wir 27 Stück davon, aber gut, okay, das ist dann auch wieder alles. So, jetzt gehen wir mal hier durch, aber in der Zeit, wo wir uns da hinten mit beschäftigt haben, haben wir natürlich hier ordentlich Slack angesammelt, den wir jetzt verwenden können. Ah, naja, gut, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass das dann mit dem Carbon jetzt nicht wirklich so den gewünschten Effekt hatte. Mein gewünschter Effekt war ja, dass ich quasi dort jetzt doch durchaus im positiven Bereich lande mit der oder die Energiebilanz für mich positiv am Ende ist und ich dann da ein bisschen was kriege, aber naja. So, aber wir haben jetzt natürlich die Schwefelherstellung. Dazu brauche ich einen davon. Das heißt, ich brauche ein bisschen Papier, ein bisschen Kupfer. Momentchen bitte. Und natürlich auch Eisen. Da habe ich nicht mehr allzu viel von, glaube ich. Momentan geht mir echt das Eisen aus hier. Nochmal hier lassen. So. Jetzt geht mir natürlich der Strom komplett aus hier. Ne? Jetzt arbeitet hier gar nicht mehr richtig. Das ist natürlich ganz bitterböse. Denn gerade wenn das hier so ein bisschen auf halb acht läuft, dann ist nämlich das hier am stärksten betroffen. Und gerade die Energiegewinnung aus Kohle, wenn die dann nicht funktioniert, dann ist das natürlich ungünstig, ne? Wenn ich das so, dass mein Hauptenergieträger momentan ist. Auch wenn das vielleicht nicht der Hauptenergieträger werden sollte bei uns, aber er ist es momentan und deswegen muss man da noch ein bisschen drauf achten. Dass wir da eine gute Energiebilanz hinkriegen, also dass das immer ganz gut hier läuft und wir genügend Kohle haben, die wir dann da reinstecken können oder andere brennbare Materialien uns erzeugen können. So, hier kommt wieder ein bisschen das rein, hier kommt ein bisschen davon rein. So, jetzt gucken wir nochmal, was fehlt uns hier? Wollen Sie Eisenplatten und diese Basic Boards? Ich müsste doch diese Boards, muss ich hier herstellen können.
kann ich auf jeden Fall erstmal 5 von herstellen und die grünen, die gelben Boards, die waren. Ja, ich entschuldige mich. Ich klicke wieder wild rum, ich weiß. Gut. Also da kann ich auf jeden Fall noch ein paar von herstellen. Dann mangelt es jetzt nur noch ein bisschen an Eisen. Da haben wir es. Und dann sollte sich hier so ein Petroschemberg ausgehen. So, und da ist jetzt aber die Sache, jetzt müssen wir hier irgendwie quasi diese Flüssigkeit, die hier rauskommt, und die Flüssigkeit, die da oben rauskommt, irgendwie zu Schwefel machen. Das müssen wir irgendwie zu Schwefel, zu diesem Schwefeldioxidgas machen. Dieses Schwefeldioxidgas müssen wir dann irgendwie zu Schwefelsäure machen, mit Purified Water. Das ist das nächste, wo kriegen wir das jetzt her? Haben wir nämlich auch gar keine Herstellung für, da brauchen wir nämlich auch nochmal hier die beiden Gase, um Purified Water herzustellen. Und dann brauchen wir noch, oh Gott, da brauchen wir aber jede Menge jetzt noch, um dann hier mal einmal Schwefel zu haben. Und damit wir dann aus diesem Slack quasi Slack Slurry machen können, den filtrieren und bei der Filtrierung halt einstellen, was wir da unbedingt rauskriegen wollen. Und dann dementsprechend den auch, nicht nur filtrieren, sondern dann auch filtern und filtrieren und kristallisieren. Genau, kristallisieren. Damit und das, was wir ganz gerne da raus haben möchten, da auch rauskommt. Ah, er hat jetzt schon wieder ordentlich Sand hergestellt hier, sehr schön. Da ist auf jeden Fall Redebedarf. Wenn ich das mal so sagen darf. Also da gibt es jetzt einiges an Material, was wir da noch brauchen können und müssen. Eieiei, über das durchkriegen. So, also ein Chemical Plant brauchen wir auf jeden Fall, weil hier kann ich, glaube ich, jetzt, das können wir erstmal gucken, hier kann ich jetzt Schwefeldioxingas machen, da brauche ich aber schon den Schwefel für. 3 Schwefelbauplan, das ist das, womit wir Schwefel machen wollen. Dann müssen wir diesen Schwefel in ein nächstes Teil reinbringen. Oder wir können dieses Sulfurdioxin, nach Dioxingas, nee, warte mal. Ja, also wir müssen Schwefel herstellen. Aus Schwefel und Oxygengas machen wir hier machen wir den Schwefel draus. Ah, hier brauchen die beiden, ne? Genau, Oxygen, nee, Komponenten, Schwefel, Rohmaterialien. Hä? Sulfodioxin Bauplan. Aha, okay. Also das brauchen wir als erstes. Dann müssen wir Schwefel draus machen. Das können wir ja sozusagen vor Ort sogar machen. Dann haben wir ja den festen Schwefel erstmal. Da brauche ich jetzt bloß erstmal ein Teil zu. Okay, gut. Denn jetzt muss ich bloß beide Gase sozusagen irgendwo zusammenbringen. Da wird es dann jetzt kritisch. Erstens darf ich es hier natürlich nicht mehr verbrennen. Zweitens muss hier die Produktion weitergehen. Gut. Also das Verbrennen, das darf ich jetzt hier nicht mehr machen. So, und ich muss irgendwie das rote Gas bis hier runterkriegen. Das könnte natürlich auch interessant werden. Oder ich muss das gelbe Gas da hochkriegen. Beides ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach. So. Also, dann wollen wir erstmal das rote Gas quasi hier ein bisschen breit legen. So. Dann machen wir uns ein Ventil. Overflow-Ventil. Was wir da dranhängen. So, ein Overflow-Ventil. Guckt in diese Richtung. Und da kommt der Bursche dran jetzt. Ne? So. Okay, wir können das ja eigentlich auch hier oben reinbauen. So. Okay. Ich verbrenne schon wieder. Ach, mach's da hin. So. Gut, brauche ich hier einen Strommast erstmal so. Dann verbrennt der erst das Material, wenn hier 80% das Rohr gefüllt ist. Also alles, was über 80% ist, geht dann da rein und kann hier verbrannt werden. Gut, okay, von mir aus. So, dass keine Energie erstellt, finde ich auch schade, ne? Als Müllverbrennungsanlage, aber gut. So, jetzt muss ich dieses rote Gas, kann man sie irgendwie hier hinten rüber kriegen, um dann mal Schwefel draus herzustellen. Ja, jetzt steht hier alles Mögliche im Weg. Das war ja natürlich ja logisch. So, okay. Und jetzt machen wir hier noch
einmal das Gas rüber und dann baue ich jetzt hier dieses Schwefelding, dieses Plantchen hier. Strommast muss ich mal abreißen. So. Kann da oben nichts lang bauen, ne? Momentchen bitte. Dann machen wir ganz kurz mal hier so. Dann machen wir das mal so. Und das so. Na. Und dann sollte jetzt sich hier... Nee, der nicht. Der hier. Da dran gehen und mir Schwefel herstellen. So. Das Gas kommt hier nicht an. Warum kommt das Gas hier nicht an? Achso. Moment. So, jetzt kriegen wir hier hinten Schwefel hergestellt. Einmal drei Schwefel haben wir schon. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass das hier unten wieder in Betrieb geht hier. So. So. Dann kriegen wir hier noch mehr Schwefel irgendwann. Also jetzt haben wir schon 6 Schwefel. So, jetzt haben wir 6 Schwefel. Aus 6 Schwefel, also erstens muss ich den hier auch ein Overflow-Ventil machen und dann das Flair hinstellen. Wieso habe ich hier noch einen? Habe ich 2 davon gemacht? Okay, gut. Da habe ich 2 davon. Dann machen wir hier natürlich so ein Overflow-Ventil hin. Und können dann quasi den hier hinstellen. So. Dass der dann auch noch, wenn hier denn zu viel ist, dass dann, wenn der jetzt hier nichts produzieren kann. Oder so, dass der denn hier zumindest die Produktion am Laufen erhält. Beziehungsweise, dass das denn hier wegkommt. Ne? So. Das ist ja dann auch noch so ein kleines Ziel. Das muss ja weg. So, gut. Okay, also der kann erstmal, wenn er will, hier ab und zu mal Schwefel machen. So, jetzt haben wir die ersten Schwefel, aus denen wir dann Schwefelsäure machen können. Und mit der Schwefelsäure können wir dann Slag Slurry herstellen. Und den müssen wir dann aber noch durch eine Filtration Unit lassen. Die haben wir noch gar nicht. Kristallisieren? Muss da nicht noch eine Filtration Unit dazwischen? Glaube ich, die noch nicht. Achso, die wird hier gerade erst... Ah ja, die wird erst gerade im Slag Processing erforscht. Alles klar. Gut, 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 gut. Okay, 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 okay. So soll es ja sein. So, dann machen wir hier noch ein bisschen davon rein. Dann kann der erstmal ein bisschen produzieren. Dann kriegen wir noch ein paar Fläschchen und dann kriegen wir auch das Slag Processing. Solange kann da hinten schon ein bisschen Schwefel hergestellt werden. Ist ja nicht schlecht, wenn wir schon mal Schwefel haben. So, dann kommt das hier erstmal rein. Dann kommt das hier rein. Dann holen wir uns hier noch einmal die ganzen Slaggy Slacks ab. Wie gesagt, wenn wir 4 Stacks rauskriegen nachher, irgendwann mal, also nicht einmal langlaufen, die kriege ich jetzt mal über einen Stack, ist das auch noch scheißegal. So, wir investieren jetzt auch erstmal in diese Produktion hier und nicht in die Sandproduktion. Das ist vielleicht auch nicht ganz optimal, aber es ist erstmal so. So, 180 habe ich jetzt rausgekriegt. Wie viel sind sie hier runter? Wird schwer, wird schwer, wird schwer. Also momentan... Gut, hier sind 54 noch zum Verbrennen drin, aber wenn ich dann irgendwo anders noch Charcoal brauche, wie hier zum Beispiel, dann... Ja, gut. Oh, hier ist das Carbon rein. So. Wird schwierig, ne? Also, wie gesagt, das Carbon brauchen wir natürlich wahrscheinlich bei dem Advanced Smelting und dann muss ich dann doch wieder was herstellen. Naja. Man kennt es ja. So, das nochmal da rein. Dann können wir das mal rausnehmen hier. So, und das da rein. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen... Kupfer und hier ein bisschen das rein und dann kann da schon ein bisschen was produziert werden für unser neues Werk bzw. für die neuen Rohstoffe. Und ich bin schon mal ganz froh, dass wir 6 Schwefel schon mal haben. Da ist schon mal ein bisschen was denn gekommen und ein bisschen was in die richtige Richtung unterwegs, würde ich jetzt so fast sagen. Denn da brauchen wir später jede Menge von. Und das müssen wir uns jetzt natürlich alles hier vom Munde abspannen bzw. erstmal langsam sich hier entwickeln und kriegen. So, können wir mal gucken. Vielleicht hat er ja schon wieder Schwefel gemacht. Oh, guck mal hier, dann nochmal 9 Schwefel. Wir haben schon 15 Schwefel. Das ist ja richtig toll. Und der da unten hat jetzt keine Energie mehr. Das ist weniger toll. Ja, die Frage ist, ist es sinnvoller jetzt vielleicht doch auf
überall auf Stromfabriken umzustellen, anstatt hier diese Burnt-Assembler zu haben, damit wir dann sogar bloß eine Stelle haben, wo wir mal Feuer reinschmeißen müssen und dann das dann ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Ne? Das ist so eine Sache. Naja, gut. So, Sand haben wir jedenfalls noch mal ein bisschen gekriegt. Wir haben 180 Sand. Damit können wir auf jeden Fall unsere Insel vergrößern. Und da ist jetzt die Frage, wo vergrößern wir sie hin? Ich mache das hier hinten erstmal größer, damit ich hier diese ganzen Windräder vielleicht ein bisschen weiter darüber stellen kann. Oder die lasse ich dann mal rüberstellen, wenn da vielleicht Chaos mal wieder da ist. Manchmal kann man ja auch einfach bauen lassen. So, und ich könnte natürlich auch nach oben noch ausbauen. Dann könnte man hier irgendwann mal zwei Reihen von den Dingern in Betrieb nehmen und dann könnte sich das bald lohnen mit Förderbändern dazwischen, ne? Wie kriege ich denn das am... Naja gut, nee, muss ich schon drei Platz machen da dazwischen. Ich muss ja hier so dazwischen kommen. Oder eigentlich auch nicht. Kann ich hier mal ein Förderband rauslegen, also hier einen Greifarm hin, Förderband raus und das Förderband dann hier lang laufen lassen. Das würde gehen, ja. Aber ich das Förderband in der Menge habe, das dauert natürlich auch. Da lass uns das mal lieber hier noch, oder wollen wir nach unten weitergehen, dass wir dann hier unten nochmal so eine Leiste hinbauen? Wir könnten das hier natürlich hier noch ein bisschen nach da versetzen. Dann können wir hier noch eine Raffinierung dazwischen machen, dann kriegen wir vielleicht auch noch das Salinwater raus. Dann können wir das Salinwater vielleicht dann, naja, vernichten. Das ist auch nicht unbedingt die beste Idee, aber würde gehen, ne? Tja, sicher bin ich mir da noch nicht. So. 100. Hoffen wir mal auf bis kurz zu 100. Ein bisschen was in der Tasche haben, falls wir es brauchen. Ist alles nicht so ganz am Rundlaufen, würde ich sagen. 20 Sand. Naja, gut, okay. Also, es läppert sich ja, ne? Also, über die Zeit, immer wenn man hier vorbeigeht und so, dann immer mal ein bisschen Modder reinschmeißen und so, es läppert sich ja. Also, theoretisch könnten wir das wirklich weiter nach hinten versetzen hier, ne? Das könnte wirklich nach hier noch gehen. So, dann könnten wir da vorne ein paar von den Windrädern abreißen. Dann haben wir hier nochmal wieder ein bisschen mehr Platz. Dann könnte man hier nochmal zwei von den Dingern hinstellen. Das ein bisschen noch hier weiter aufziehen. Das geht auch, ne? Na komm, das machen wir einfach mal. So. Lass mal zwei Karrees nochmal umziehen hier. Das Interessante ist, ein so ein Karree ist genauso breit wie die Produktionsfläche, die wir brauchen für das da hinten. So. Sehr schön. Dann bauen wir das hier hinten nicht an. Ein Strommast. Hier ein Strommast. Da ein Strommast. So. Ich hoffe, ich bleibe hier im System von unserem werten Chaos und mache da nichts dran kaputt. Nicht, dass wir da gleich Mecker kriegen von ihm, wenn er dann das nächste Mal auf dem Server ist. Und sag, was haben wir denn da für einen Blödsinn gemacht? Ne? Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ihn nicht verärgern. Ne? Das liegt uns total fern. So, und dann können wir diese ganze Sache, ja, dann werden wir das hier hinten noch zuschütten. Und dann machen wir, ziehen wir das hier, was hier ist, quasi zieht nach da oben. Dann machen wir noch einen Washing Plant dazu. Hab ich noch eins? Und vielleicht in der Tasche? Hm, natürlich nicht. Kann ich noch eins machen? Hm, natürlich nicht. Ah, na gut, das liegt am Eisen. Das kriegen wir dann. Dann kann ich nämlich hier noch quasi ein drittes... Wir könnten ja mal gucken hier. Da können wir nämlich noch eine dritte Flüssigkeit machen. Tin Mud Water. Und dann können wir noch Salin Water machen, wo wir dann auch nochmal ein bisschen matt kriegen. Und dann können wir da, quasi fünf Stellen, wo wir erstmal matt rauskriegen. Das ist dann ein bisschen mehr, was man dann schon durchaus verproduzieren kann. Wir könnten natürlich aber auch in die Menge gehen für das andere Gas, ne? Also, dass wir da dieses Gas mehr produzieren wollen, indem wir dann mehr von dem Wasser hier verkochen und dann müssen wir bloß das hinten eben das Verklappen anständig hinkriegen. Naja, gut, aber wir haben schon 30. Gut, also unsere 30 Minuten sind um. Ich habe mehrere Stimmen gehört, dass man hier zwei Folgen am Tag oder das längere Folgen und alles Mögliche. Ich schaffe es leider nicht, zwei Folgen am Tag zu machen. Also das ist einfach nicht möglich vom Zeitaufwand her für mich. Ich arbeite noch nebenbei.
so ein bisschen halt. Und dann kommen auch noch so ein paar private Dinge dazu, die man ab und zu mal machen muss. Durchaus schöne Dinge, manchmal sind es auch nicht so schön, aber manche Dinge muss man halt einfach tun, deswegen schaffe ich es wirklich nicht. Ich würde liebend gerne quasi 24/7 dieses Spiel manchmal spielen, aber kann ich leider nicht, auch wenn ich es gerne wollte. Gut, das soll es gewesen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn, tschüss!